Hallo liebe Leute, herzlich willkommen in einer der letzten Lektionen jetzt im Thema Bikepark beim Online-Coaching Mountainbike und E-Mountainbike. Ja, und natürlich wisst ihr es, es ist einfach eine Kopfsache. Ganz viel bei der Frage, geht das Ganze gut, kommt man unversehrt durch den Bikepark-Tag, ist wirklich eine Frage, eine mentale Frage. Und wir Menschen sind auch sehr verschieden. Das heißt, es gibt Leute, die viel mehr Stress haben. Also ich habe schon ganz häufig Leute gehört, die gesagt haben, schon an den Gedanken, morgen geht es zum Bikepark-Trip, konnten sie schon schlecht schlafen, waren nervös und so weiter und so fort. Das heißt, da waren auch schon viele Gedankengänge, die sie zugelassen haben oder die sie aktiv verfolgt haben, die nicht dazu geführt haben, dass die Vorfreude größer wurde, sondern eher die Angst vor Verletzung wurde gesteigert. Das ist ein Beispiel, wie verschiedene Leute sind. Und wir sollten jetzt mal verschiedene Techniken, Methoden oder einfach Herangehensweisen und Ansichten nochmal durchgehen, damit ihr wirklich nochmal reflektiert, wie mache ich das eigentlich mit dem Kopf, wenn es in Richtung Bikepark geht und was kann mir vielleicht da helfen, um da einfach noch ja, mit mehr Freude und weniger Angst reinzugehen. Trotzdem sage ich jetzt schon mal, wer damit massive Probleme hat aufgrund von Traumas, also schweren Stürzen oder sowas in der Art, er sollte auch einen Bike-Mentaltrainer zum Beispiel in Anspruch nehmen und mit so einem gut ausgebildeten und speziell ausgebildeten Coach in den Bikepark gehen oder schon vorher über Zoom-Meetings Gespräche geführt haben, damit auch einfach der Spaß bei der Sache wiederkommt, wenn man Bock auf Bikepark hat. Und da hilft jetzt so eine Lektion mit Tipps nicht. Da geht, holt euch Hilfe. Ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache ist, ich habe schon viele Kurse gegeben für Leute, die mich quasi gebucht haben zum Thema mentale Aspekte im Bikepark oder beim Biken im technischen Gelände. Und häufig ist es so, dass in der Fahrtechnik noch irgendwas ist, was noch nicht voll da ist, automatisiert, souverän, sicher. Und das führt dann dafür, dass viel früher mentale Blockaden da sind und das dann auch berechtigt. Dann schützt der Kopf ein, damit man keinen Unsinn macht. Das kommt relativ häufig vor. Und nicht dass so nach dem Motto, man kann eigentlich alles vom Springen und so weiter, aber man hat nur einen Kopfblockaden. Häufig ist es sinnvoll, da nochmal in die Fahrtechnik zu gehen. Trotzdem macht der Kopf ganz viel aus. Das fängt schon an, mit welcher Einstellung geht man in das Üben von Manövern, in das Üben und sich steigern in bestimmten Bikepark-Situationen oder Stunts, wie man sagt, Manövern. Und natürlich ist es dann auch der Umgang mit der von Natur gegebenen Angst, zum Beispiel vor Höhe oder halt Gefahrensituationen. Dazu jetzt nochmal ein kleiner Exkurs. Ihr müsst verstehen, was macht ihr, wenn ihr in den Bikepark geht? Ihr setzt euch Gefahren bewusst aus. Das heißt, ihr wisst schon, da ist ein Säbelzahntiger und ihr geht dann extra dahin. Weil normalerweise, wenn ein Säbelzahntiger überraschend aus dem Busch springt, was macht der Urmensch? Er stellt sich tot oder ist bereit für einen Kampf oder rennt halt flüchtig panisch weg. All diese Reaktionen machen halt mit dem Körper Dinge, die nicht so gut sind, wenn man irgendwie sicher, souverän und noch möglichst gelassen schwierige Trails oder Sprünge fahren will. Und zwar wird der Muskeltonus viel zu hoch, man verkrampft, die Atmung setzt kurz aus und so weiter und so Sachen. Das heißt, man muss akzeptieren, dass die Angst natürlich und richtig ist, weil die schützt einen davor, einfach gedankenlos Risiken einzugehen, wo man solche Dinge noch gar nicht kann und es halt trotzdem macht. Nein, die Angst ist gut und richtig, aber man muss sie richtig kanalisieren, dass man damit umgeht und trotzdem Spaß hat und nicht so negativ gestimmt in den Bikepark geht. Jetzt möchte ich ein paar Methoden geben, die helfen. Und zwar die erste Methode ist der perfekte Coach. Gibt es wahrscheinlich nicht, aber das solltest du selber sein. Und zwar ist es oft so, dass man, wenn man unzufrieden damit ist, dass man zu viel Angst hatte, dass man verkrampft war oder dass man Dinge nicht gemacht hat, einen Sprung nicht sich getraut hat, vor den anderen auch noch, dass man dann in eine negative Selbstbehandlung ergeht. Also man spricht negativ mit sich selbst, man ärgert sich über sich selbst. Und diese Art, dieses oft ist so wie so ein Negative Self-Talk, also man spricht dann negativ mit sich und man schimpft sich quasi selber aus, das macht alles nur viel schlimmer. Deswegen der perfekte Coach, der würde dann sagen, nein, das ist ganz normal, dass du da jetzt Angst hattest bei dem 2-Meter-Drop, dann geh bitte doch nochmal in den Übungsparcours und spring nochmal den 1-Meter-Drop, den 1,5-Meter-Drop, dann kannst du hier zum 2-Meter-Drop gehen. Und auch wenn du es an diesem Tag wegen Tagesform nicht machst, kommst du am anderen Tag wieder. Also geh bitte freundlich, respektvoll mit dir um, so wie es der perfekte Coach mit dir machen würde, der dich dann auch aufbaut.
Neben der Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise ist natürlich jetzt im Bikepark oft das Ding, man weiß, man hat da schon seinen inneren Dämon, man will diese eine Gap springen, man will diese eine Strecke schaffen, man hatte Ziele und da kommt die Visualisierung mit ins Spiel. Das ist eine Technik, die man auch verschieden auslegen kann, aber die man auch nutzen kann. Das machen zum Beispiel auch Athleten in der Regel so. Und eine positive Visualisierung kann halt auch verschieden sein. Zum Beispiel kann man hingehen aus der ersten oder aus der dritten Perspektive. Man kann hingehen und gucken, wie andere Leute so das Gap springen. Und schließt dann die Augen und stellt sich das nochmal vor, wie das aussieht, wenn man das selber springt. Man erinnert sich an andere Sprünge, die so ähnlich waren, vielleicht ein bisschen kleiner oder halt ohne Gap. Dass man das Ganze nochmal innerlich durchgeht, weiß, dass man die Bewegungen, die man dafür machen muss, automatisiert hat, dass man das Richtige in dem Moment macht und dann sich darauf freut, ja, und das Ganze nochmal im Kopf durchgeht. Man kann sich auch GoPro-Material von einem Kumpel oder einer Freundin, die das Gap gesprungen ist, angucken, um diese Visualisierung zu stärken. Bei der Visualisierung ist es natürlich auch wichtig und das ist ein Aspekt, den man auch einzeln betrachten kann. Wir packen es jetzt mal dazu, dass man auch daran denkt, wie gut das Gefühl ist, was man danach hat, wenn man seine Angst überwunden hat und den Sprung gemacht hat, das Gap. Ja, wenn man an dieses belohnende Gefühl denkt, was man schon an anderen Stellen hatte, diesen Dopaminausstoß und so weiter und so fort, das kann natürlich auch total helfen, die mentale Stärke zu finden, das Ganze zu machen und auch eine Vorfreude zu haben und nicht in diesem Worst-Case-Denken zu sein. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wer schon in den Bikepark geht und sieht sich schon an der einen Stelle schon da liegen, weil er vielleicht schon andere Stürze da gesehen hat oder selber erlebt hat oder bei vergleichbaren Manövern oder Stunts. Ja, das sollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden und da kann man wieder zurück zur Visualisierung gehen. Und wenn man positiv die Dinge durchgeht, dann hilft das total. Und wenn man schon mal einen Sturz hatte und man denkt darüber nach, dann bitte aus der dritten Person darüber das analysieren und sich emotional so ein bisschen davon distanzieren, was da passiert ist bei dem Sturz, vielleicht mit Verletzungen und so weiter und so fort. Und ja, dann würde ich sagen, sollte man auch wieder daran denken, wie gut es ist, wenn man das Ganze gemacht hat. Einer meiner Lieblingstipps fürs Mentale im Bikepark ist, das hat mehrere Vorteile und zwar für die Atmung ist es sehr gut. Man kann in der Abfahrt, wenn man eine schwierige Abfahrt fährt, anfangen so ein bisschen zu singen, einfach sein Lieblingslied oder vielleicht Bicycle von Queen, irgendein Ohrwurm, den ihr habt. Weil das hilft bei der Atmung und in dem Moment funktioniert euer Körper sehr gut im Autopilot, weil ihr fahrt ja eine Strecke und lasst euer Rad unter euch arbeiten, ihr reagiert, ihr konzentriert euch auf die Linie, aber ihr seid nicht in Gedanken gerade irgendwie, was könnte alles passieren oder ich muss zu Hause noch das erledigen oder gleich und das sind Dinge, die ablenken, man will in diesen Flow-Modus reinkommen und wenn man dabei so ein bisschen Lied singt, das ist eine gute Technik, die einen da rein begleitet. Mit einer schönen Melodie, die man auch natürlich auswendig kann und dann automatisiert mit Spaß die Strecke bewältigt und Spaß dabei hat. Es ist wirklich so, im Bikepark passieren leider viele Stürze, viele Unfälle, viele Verletzungen, deswegen auch häufig wegen fahrtechnischen Mängeln, falschen Augenblicksentscheidungen und so weiter und so fort. Achtet auf eure Tagesform, gönnt euch Pausen und achtet mal darauf, die letzte Abfahrt um 16 Uhr oder 17 Uhr, wenn der Lift zumacht, dann fahrt lieber was Einfaches und fahrt normal gechillt und nicht noch Angriff und nochmal und noch jetzt nochmal richtig Gas und so, weil da passiert auch viel. Es ist leider wirklich real, man muss lernen damit umzugehen und ja, sollte sich bewusst machen, man kann wirklich auch selber stürzen und trotzdem wirklich sich auf die Dinge freuen, die man Positives erlebt. Alle anderen Dinge, auf die man Einfluss hat, kann man natürlich positiv beeinflussen und dann sollte man eigentlich auch wirklich mental positiv gestimmt sich auf den Bikepark besuch freuen. Viel Spaß, bis dann!